Thank you.
Hare Krishna. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Gaite, Jaya Radhe. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तासिकामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसारी करी चरण वंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की बोले श्री गुरुदेव की जय हरे कृष्ण हरि बोल श्री गुरुदेव की जय हो यस्टरडे यू हैड महाप्रभु व्हाट ही गेव टीच टू अस ही गेव सो मेनी टीचिंग दिस ऑल एक्टिविटीज इज द ओनली फॉर टीचिंग यू नो व्हेन महाप्रभु ही क्लीनिंग दिस गुंडीचा मंदिर एंड व्हाट हैपनिंग वन वेरी सिंपल One is the Subudhira, one simple, one a Brahman. You know, he gave the water, the Mahaprabhu lotus feet. And he that time he take this Charanamrita. When he take Charanamrita, then Mahaprabhu became so angry. Then Mahaprabhu telling Swarupada mother, you saw what is the inner behavior of your Gaudiya. What is the behavior of this Gaudiya? Behavior of this is Gaudiya, you know, this is the temple of Lord's temple, you know, Lord's temple, you know, he gave the water my lotus feet and he also take my Charanamrita, you know, so I am, he became me offense, you know, then Swarupada mother, you know, became so angry, but inside is the Mahaprabhu so happy, why? Mahaprabhu is the supreme personal Godhead, you know. He is the Godhead. You can take no problem. But he teach to some general person, you know, why this temple of Lord? This is temple of Lord. And they are telling there are 32 kind of seva aparad. They are telling front of Lord, you are not doing pranam to everybody, not give respect to everybody. There are so many restrictions. So Mahaprabhu teach to us, so, and when telling this thing, then Swarupada mother, then he kicked to him this from this temple, Jagannath temple. And here Prabhupada, he gave this commentary, why Mahaprabhu doing this kind of pastime? Maybe you know, when Sri Chaitanya Mahaprabhu, he entered this Jagannath temple, you know, before the Singhadwar, Mahaprabhu, he washed this lotus feet. But all devotees, everybody want to take the Charanamrita of Mahaprabhu. But Mahaprabhu became so strict, you know, so strict. Mahaprabhu never gave to anybody this Charanamrita, front of this, never gave Charanamrita. And he told to Govinda, unless until this water did not dry here, you never coming, you know. Why Mahaprabhu give this teach? You know, when future Mahaprabhu note this thing, some anadhikari who is not qualified person, then what they are doing, they are become acharya and telling, oh, everybody come and wash my charanamrita and you are take my charana. Wash my charan and everybody take my charanamrita. Who is the unqualified person, future, they are doing some nonsense thing. So Mahaprabhu, you know, he gives you this kind of teaching for all sadhakas. There. Wir haben gestern gehört, wie Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Gefährten den Gundicha-Tempel gereinigt hat.
Und Chaitanya Mahaprabhu hat uns dabei so viele Lehren hinterlassen. Das ganze Leben von Chaitanya Mahaprabhu ist voller Lehren für uns. Er hat das vollkommene Beispiel gegeben, wie wir uns als Vaishnavas verhalten sollen. So als Mahaprabhu diesen Tempel von Jagannath säuberte, kam ein sehr einfacher, simpler Devotee aus Bengalen. Und er hat sich gedacht, oh, Chaitanya Mahaprabhu ist der höchste Herr selbst. Das ist meine Chance. So, er hat seinen Eimer über Mahaprabhus Lotusfüße ausgeleert und hat den Charanamrita genommen und getrunken. Und als Mahaprabhu das bemerkt hat, ist er äußerlich sehr zornig geworden. Und hat zu Swarup Damodar gesagt, schau mal, wie sich dein Gaudiya Bhakta verhält. Ist das angemessen, vor dem Herrn hier meine Füße zu waschen und auch noch das Wasser zu trinken? So Swarup Damodar, äußerlich wurde er auch zornig und hat ihm einen Schlag, hat ihn gehauen, den Gaudiya Bhakta, und hat ihn nach draußen befördert. Aber draußen hat er ihm auf die Schulter geklopft und hat gesagt, gut gemacht. So, aber Chaitanya Mahaprabhu, im Inneren war er zufrieden, weil er verstanden hat, dieser Devoti war aufrichtig und einfach. Aber äußerlich war er zornig, um uns das richtige Verhalten zu lehren. Es gibt 32 Arten von Seva-Apparat vor der Bildgestalt. Man muss immer, wenn man vor die Bildgestalt tritt, sich verneigen. Man darf nicht jemand anders vor der Bildgestalt verehren oder respektieren. Es gibt so viele Vergehen, die man einhalten muss. Und Chaitanya Mahaprabhu hat es immer dieses perfekte Beispiel dafür gegeben. Wenn Mahaprabhu in den Jagannath-Tempel gegangen ist, hat er am Singhadwara, bevor er reingegangen ist in den Tempel, hat er die Füße gewaschen. Aber er war sehr strikt, dass niemand dieses Fußwaschwasser von ihm dort genommen hat. Ansonsten wären Tausende von Leuten gekommen und hätten sich um seinen Charanamrita gehauen. So, er hat der Govinda beauftragt, du bleibst hier und wartest, bis das Wasser getrocknet ist. Bevor es nicht trocken ist, darfst du nicht mehr hinterher in den Jagannath-Tempel kommen. So, Mahaprabhu wollte damit zeigen, dass das ist keine kleine Sache, zu denken, man ist Acharya und die Leute sollen meine Füße waschen und das Wasser trinken. Im Kali-Yuga gibt es viele sogenannte Gurus, die auf die Art und Weise sich verhalten. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat das Beispiel gegeben, dass man sowas nicht machen soll, als Vaishnava. Yeah. Also Mahaprabhu, he did not give this one prasad, his front, you know, he did not give this one prasad, if he not gave prasad, you know. So Prabhupada telling, so when, you know, Bhaktivinoda Thakur writing one kirtan, Nijasreshta Jani Uchishthadidane Abhimana Habebhara Taisi Satava Thakiya Sarvada Nalaiva Sevakara. This Bhaktivinoda Thakur, this kirtan, he's writing there. Sometime what happening? Somebody, you know, Mahaprabhu, why give this teaching, you know? Why Mahaprabhu gave this teaching? Not gave prasad, not gave this lotus, you know, this charanamrita. So he know this Kali Yuga, so many things happening, you know. Someone unqualified person, they gave start to, oh, Mahaprabhu did this thing. Mahaprabhu gave this one prasad. Mahaprabhu gave this charanamrita, you know. They are doing some, they are taking misuse, they are doing some misuse. So Bhaktivinoda Thakur, this kirtan, is telling, when somebody gave this own prasad, and Prabhupada telling, if somebody have TB, you know, disease of TB, if you take this prasad, you also become one day TB disease, you know. This TB disease also coming to you. One day you are become this TB of disease, yeah. So like this, if somebody devotee, you know, rare they are pure devotee, when you take this prasad, then what happening? This Krishna Bhakti also coming to your heart. So Narottama Das Thakur telling, if you want Krishna Bhakti, there are three things is the very, very powerful. One is the Bhakta Pada Jal, lotus feet of water of devotees, and Bhaktas Prasad, and one is the, this is the, and one is the Charanamrita. Three things is the very quickly he gave you Krishna Bhakti, very quickly gave you Krishna Bhakti. If some, they are some devotee, you know,
So this was Narada. Narada, he tell this own realization, he tell this his disciple Vyasadeva. Well, you know how very quickly I have attained this bhakti? Only Vaishnava Seva. And Vaishnava Seva, one day, only one time I take the prasad of Vaishnavas, then my heart became pure. And Ruchi Prajayate, Ruchi manifested in my heart. Ruchi, the five stages of the Ruchi, you know. Bhajan, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nibrita Ruchi. Then fifth stage of the Ruchi, till my heart manifested Ruchi. So Bhaktivinoda Thakur telling, when somebody gave this own prasad, oh, when thinking, oh, I am very great Vaishnava, you know. I am very great Vaishnava, you know. Great Vaishnava, I am. So then somebody gave this own prasad, you know. Oh, you take my prasad. Then somebody gave this prasad. And when gave prasad, then what happened? Bhaktivinoda Thakur telling, abhimana have bhar, then coming so much proud, you know. Oh, I am great prasad, I gave to everybody. My prasad I gave to everybody. Abhiman avibhar. Ple tai sisyatava thakya sarvada nalaiva sevakar. So telling Prabhu, I don't want to accept anybody's seva. I don't want to give to my remnant, my charanamrita to anybody. Charanamrita to anybody. So here, Mahaprabhu, he future, he want to give to teach to some devotees, no future, Anadhikari, unqualified, but not do this thing. So Mahaprabhu, this own life, you know, he gave this teach to this thing. And maybe you know Ramanujacharya Gurudev. One day Ramanujacharya, his Gurudev is the very lower caste. Ramanujacharya is the Brahman. One day he invited this Gurudev. Why? When coming my Gurudev and took prasad, I want to take some prasad of my Gurudev, you know. So he knows Ramanujacharya is the very great Vaishnava. But any pure devotee, he never want to give this prasad, never want. You know, this Gurudev very quickly came and asked that time Ramanujan at this house, quickly gave to me prasad, and this wife gave me very quickly gave prasad, and he took prasad, and this plate, you know, did not left there. He know Ramanujacharya want my prasad, he know Ramanujacharya the great Vaishnava, but plate he take with him and throw away, you know, either throw the another place. You know, he never gave to, you know, prasad to Ramanujacharya, the Gurudev even not gave to, the disciple did not give this prasad. So Mahaprabhu, he wanted to give so many teach to some sadhakas, so Mahaprabhu became so angry there. Mahaprabhu wollte lehren, wenn Mahaprabhu selber dieses prasadam, seinen prasadam offen verteilt hätte, oder sein Charanamrita offen verteilt hätte, und dann in der Zukunft wären alle seinem Beispiel gefolgt und gedacht, ja, so muss ich mich verhalten. Ich bin jetzt Acharya und ich muss jetzt meine Reste allen anderen geben. Deswegen hat Mahaprabhu auch sein Mahaprasadam nie offen an andere verteilt. So Bhaktivinoda Thakur singt in dem einen Bhajan, dem Nijasrishta Jani Uchishta Dinane Hobe Abhimanabha. Wenn ich mich selbst für großartig halte und denke, dass ich meine Reste irgendjemand geben kann, dann was wird das Ergebnis sein? Ich werde von Stolz überwältigt werden. Deswegen lass mich, O Vaishnava Thakur, lass mich immer dein Diener sein. Lass mich niemals Verehrung für mich selbst annehmen, meine eigene Puja akzeptieren. So, auf die Art und Weise hat Mahaprabhu das Beispiel gegeben. Und auch gibt ein Beispiel von dem Guru, Shiksha-Guru von Ramanujacharya, wo Ramanujacharya gelebt hat in Kanchipuram, gab es einen Devoti, sehr reinen Devoti, der war aus einer niederen Kaste. Und Ramanujacharya wollte unbedingt sein Mahaprasadam probieren, essen, achten. Und er hat diesen Devoti eingeladen zu sich nach Hause. Aber was er gemacht hat, er ist ganz schnell gekommen zu der Einladung, wo Ramanuja nicht zu Hause war, nur seine Frau. Und er hat gesagt, gib mir bitte schnell Prasadam, ich habe nicht viel Zeit. Und dann hat sie ihm gegeben und er hat genommen und hat den Teller mitgenommen und weit weggeworfen. Und seine Ramanujas Frau, weil sie gedacht hat, der ist aus einer niederen Kaste, hat sie gleich noch die Töpfe auch alle mit entsorgt, weil sie hatte für
jemand aus der niederen Kaste gekocht und das geht ja gar nicht als Brahmana. Und als Ramanuja nach Hause kam, war er total traurig, dass kein Mahaprasadam da war. So, man sieht hier, dass dieser Devotee, obwohl er praktisch war wie sein Schüler, Ramanujacharya, trotzdem hat er nicht, wollte ihm nicht das Maha von sich selbst geben. So, die Devotees, die sind sehr vorsichtig in dieser Hinsicht, dass sie Demut im Herzen haben und dass sie nicht von Stolz bewältigt werden, indem sie denken, ich kann meine Reste jemand geben. Yeah. But Mahaprabhu, only one person he gave to this Charanamrita. Only. Who is this? Kalidas. Ah, Jhadu? Kalidas. Yeah, only one person he gave, only this front, you know, one front he gave, only one person he gave this Charanamrita. Why he gave? Why? Yeah, you know, Mahaprabhu, he know everything. You know, Mahaprabhu, he know everything. You know, what he did one upon a time. You know, sometimes you are take prasad to Gurudev and looking, who is prasad? Very good prasad. Very paneer, some sabji. When you take prasad, you know, if the Gurudev some prasad, who is prasad? Very nice prasad, you know. Then I try, and sometimes. And sometimes, you know, sometimes what I doing, sighing to Gurudev, oh Gurudev, how much I doing love you, you know, I am take prasad, your prasad. And some type of name and fame, and sighing to Gurudev and say, you know, what is the very good prasad, you know, you are not mood of this is the prasad, this is the mamaha, you know. When offering Krishna is the prasad, and when some devotee take this is the mamaha prasad, you know, you know, prasad. Coming question, Narada, when only one time you took prasad, you know, telling, take Vaishnava prasad, then heart become pure. But you are many times take to Gurudev prasad, not happening anything, you know. Our heart not making pure, well, why? Telling this prasad is the transcendental, you know. This prasad, you know, this is prasad, this is the Lord's prasad, Vaishnava's prasad, this prasad, you know, when you took prasad, which mood you are take this prasad? Prasad also know this thing, you know. So prasad also know why it is transcendental, you know. So Narada telling only when one time I took my heart become pure, you know, very pure. Why? That tells so many reasons telling Vishwanath Thakur, so many reasons telling. The first thing is the when you took prasad to some Vaishnavas, necessary is the pure Vaishnava. First necessary is the pure Vaishnava, then affective one thing. Second thing, which mood you took, this is the present this thing. Why Narada had become very pure? He have service mood. Always he doing Vaishnava seva. Always he follow to order of Vaishnavas, you know. Order follow Vaishnavas. Always doing service. They have service mood, following the order of Vaishnavas. And when Narada, you know, he first he asking, oh, Vaishnava Thakur, can I take your prasad, Gurudev? Can I take prasad? Then Gurudev, from this heart, he gave order, you can take prasad. Well, why? He know when they are Harikatha going, he listen Harikatha. Yeah. And when I gave some order for seva, he doing some seva, always the service mood. You know, he have very pure mood he have. So Gurudev, from this heart, tell, okay, you can take prasad. There are so many things there. Then this heart became a ruchi came there. But our heart is not this kind of a mood. So remnant is the very, very not the ordinary thing. He is the transcendental, you know, prasad, transcendental. He know which mood you take this prasad, he also know. So many things that depend there. Mahaprabhu gab sein Mahaprasadam, sein Charanamrita, nur zu einer einzigen Person. Das war Kali Krishnadas. Kalidas. Dieser Kalidas, seine Besonderheit war, dass er mit großer Aufrichtigkeit allen Vaishnavas gedient hat und immer das Mahaprasadam von allen Vaishnavas, von allen Gefährten Mahaprabhus akzeptiert hat. Und Mahaprabhu kannte sein Herz, der wusste das. So einmal als Mahaprabhu beim Singhadwara sich die Füße gewaschen hat, kam dieser Kalidas und hat vor den Augen von Mahaprabhu Mahaprabhus Charanamrita genommen. Dreimal. Und dann hat Mahaprabhu ihn erst gestoppt. Ja, so. Der hat diese spezielle Barmherzigkeit hat er bekommen,
weil er immer mit großer Achtung dieses Mahaprasadam von den Devotis geehrt hat. Also dieses drei Dinge sind extrem mächtig, dass Mahaprasadam, der Charanamrita von den Füßen der Vaishnavas und ihr Fußstaub, die drei Dinge haben die Kraft, ihr ganz schnell Bhakti zu geben. Und es gibt praktisch nichts, wodurch man schneller Bhakti bekommen kann, als durch diese Reste von den Vaishnavas. Narada Muni, der nahm nur einmal die Reste von seinen Guru, von seinen Gurus zu sich, und das war genug, dass er Ruchi bekommen hat. Das heißt, dass er die fünfte Stufe von Bhakti, Shraddha, Sadhusanga, Bhajanai Kriya, Anatta, Nivritti, Nishtha, Ruchi, dass er auf die Stufe von Ruchi gekommen ist. Sowieso, wie oft sieht man, dass Devotis, die machen so eine Show draus, wie sie das Mahaprasadam von ihrem Guru nehmen, und eigentlich gucken sie, wenn Teller reinbringen zum Guru, gucken sie schon drauf, was da Tolles drauf liegt, und vielleicht lässt er ja davon was übrig, dann kann ich den leckeren Panier essen. So, diese Haltung ist, wie sagt man, nicht die Haltung, die man haben sollte, wenn man Mahaprasadam akzeptiert, weil dann wird man nicht diese Wirkung davon bekommen. So, Narada Muni hat einmal nur Mahaprasadam angenommen und hat Ruchi bekommen. Und was war das? Warum war das so? Der Vishwanatha Chakravarti erklärt, verschiedene Punkte sind zusammengekommen. Zum ersten Mal, weil der Vaishnava muss ein reiner Vaishnava sein, dessen Reste man zu sich nimmt. Wenn er ein reiner Vaishnava ist, ist er sehr, sehr mächtig. Zweitens hat der Narada Muni die richtige Haltung gehabt. Mahaprasadam ist bewusst, ist ein transzendentaler Deti. Ja. So ist Mahaprasadam, das sieht die Haltung von demjenigen, der das zu sich nimmt. Und dementsprechend gibt es Barmherzigkeit des Mahaprasadam. Ja, so Narada Muni hat immer die Diensthaltung gehabt, hat immer seinen Gurus gedient. Und deswegen hat der Mahaprasadam ihn gesegnet. Und der dritte Punkt war, dass der Narada hat auch um Erlaubnis gefragt, dass er dieses Mahaprasadam zu sich nehmen darf. Und seine Gurus, die sehr zufrieden waren mit ihm, weil sie haben gesehen, er sitzt immer dort und hört Harikatha mit großem Vertrauen. Und wenn wir ihm irgendeine Anweisung geben, führt er sie sofort aus. Der dient mit Aufrichtigkeit. Deswegen haben seine Gurus ihm erlaubt, ihr Mahaprasadam zu essen. Und all das zusammen hatte so eine Wirkung gehabt, dass der Narada Muni einmal nur Mahaprasadam akzeptiert und hat Ruchi bekommen. So, das ist die Kraft von Mahaprasadam. Volle Mahaprasad ki. You know why Mahaprabhu he gave to Charanamrita to only one person. You know, one day, the Jharu Krishna Das, he was so much greedy to take the Vaishnava remnant, so much. Not saying to everybody. One day, you know, coming mango season, he takes some mango to going to some, he is the very high class of, you know, family, he is the, you know, this Jharu Krishna Das. But he went to such a very, who is a very devotee, but he is the very lower caste, you know, he is the lower caste devotee. But devotee is not, you know, not different, oh, he is the high class Brahman, he is the lower caste, he is not considered. Devotee is the devotee, you know. So he take to mango. And he offered to him mango. Why? He want he take this remnant, you know. So he gives him mango. You know why he takes mango, did not take another fruit. You know, mango is such a thing, you cannot eat the in skin, you cannot eat the seed. Last you can throw, you know. You throw this seed and this skin you throw. So he know, you know, so he take this mango. And he went to his house and offered this mango to him, telling him, take this mango and offering Krishna, you can do seva. And discussing Harikatha, when little bit some dark evening time, then he left. But where left? He go sit the behind of this house. He very hidden way sit down. Well, why? Well, now he offering to Prasad Krishna. After Krishna Prasad, himself take Prasad. And he the dustbin, you know, behind of house, he throw this seed and the skin, you know. So when, you know, throw, then I can take this Mahaprasad. But he, you know, so when he, you know, throw this skin and the seed, then, you know,
very nicely. He didn't wait. Sometimes you take prasad in front of Gurudev. Oh, I Gurudev, I so much love you. I am taking your prasad, a good prasad, you know. But which kind of prasad? The skin and the seed. Now, he's licking. And I become so happy. Oh, today I am very, very fortunate. I am get, you know, maha, maha prasad. But Mahaprabhu, he know everything, you know. He know everything. So when Mahaprabhu was this lotus feet, and that time front of Mahaprabhu, he one time he take the charanamrita. Mahaprabhu did not tell anything. But why? He know everything. How he has so much love affection to Vaishnava prasad, you know. Then Mahaprabhu did not tell anything. Then he take second time he also take charanamrita. Front of Mahaprabhu. Mahaprabhu did not tell anything. When he took third time, Mahaprabhu will know anymore. Only my life, only one time I gave to you. Why? I am no. You are so much, you know, love, affection to Mahaprasad, Vaishnava Prasad. So I first time I gave you. So Mahaprabhu only one time he gave. Dieser Kalidas, der war aus einer hohen Brahmana-Familie. Aber seine Gelübde war es, dass er das Mahaprasadam von allen Gefährten von Mahaprabhu achten wollte. So er ist auch zu den Vaishnavas gegangen, aus seiner niederen Kaste. Vaishnavas gehören nicht zu irgendeiner Kaste. Vaishnava, egal was sie für eine Herkunft haben, die sind glorreich, weil sie transzendental sind. Aber äußerlich war dieser Devotee aus einer niederen Kaste. Und der Kalidas hat ihm Mango gebracht und hat ihn gebeten, bitte opfer diese Mango zu Krishna. Und dann hat er ein bisschen mit ihm über Krishna gesprochen. Und dann, als es dunkel geworden ist, ist der Kalidas fortgegangen, aber nicht weit weg, sondern hat sich hinterm Haus versteckt. Und dieser mit Absicht hat er Mangos gegeben, weil Mangos kann man nicht so einfach schälen oder den Kern. Sagen wir, wenn man die Mango essen will, muss man den Kern ablutschen und die Schale ablutschen. So hat er mit Absicht eine Mango gegeben und dann hat er sich hinterm Haus versteckt. Und als dieser Devotee zu Krishna geopfert und die Mango akzeptiert hatte, dann haben sie die Mango rausgeschmissen auf den Komposthaufen und Kalidas ist gekommen, war schon dunkel und hat die Mangoschalen und den Stein abgeleckt und war völlig glücklich. Heute habe ich Mahaprasadam von den Vaishnavas bekommen. So, Mahaprabhu war so glücklich. Also Mahaprabhu wusste das. Er ist im Herzen von jedem. Und als dieser Kalidas zu Mahaprabhu kam, nach Puri, dann vor dem Singhatvara vom Jagannath-Tempel, hat er den Charanamrita von Mahaprabhu getrunken. Einmal und Mahaprabhu hat nichts gesagt. Dann hat er nochmal getrunken. Mahaprabhu hat immer noch nichts gesagt. Und dann erst als er beim dritten Mal das Charanamrita getrunken hat, dann hat Mahaprabhu ihn gestoppt und dann gesagt, mein ganzes Leben habe ich niemals jemandem meinem Charanamrita gegeben, weil ich weiß, wie sehr du Vertrauen in Vaishnav Prasad hast. Deswegen habe ich dir erlaubt, mein Charanamrita zu akzeptieren. Okay. And now you are listening, Prabhupada, what he told, you know, what he told, what is the meaning of this Gundicha Mandiri Marjan. You know, Prabhupada, you try reading the Mahaprabhupada commentary. So Prabhupada told here, you know, if anybody want, oh, Krishna is the came and seat my heart, but necessary, you can fast, you can clean to your heart. Like this Mahaprabhu, fast he clean this dust, then he take out this all stone, you know, then he take out all there some grass there, then bring some water, yeah, then he clean, you know, there took so many things. So that Prabhupada telling, well, what is this thing, you know, Mahaprabhu cleaning, what is this thing. Then Prabhupada, he quotation to here, this is the, you know, then Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu gave a definition, Anya Abhilashita Sunyam, Gyan Karmadya Anabritam, Anukulena Krishna Anusilhanam Bhakti Rutama. Prabhupada telling, when Lord came and seat our heart, then
Then Krishna coming sit our heart when heart become cleaning, and when Uttama Bhakti when coming our heart, Uttama Bhakti, then Krishna then coming and sit our heart. So necessary you have some Uttama Bhakti. Siddhanta Sarasvati Thakur hatte erklärt, was die Bedeutung von diesem Gundicha Marjanam Lila ist. So der Devotees haben zuerst den Tempel gesäubert. Das ist die gleichbedeutend damit, das Herz zu säubern. Zuerst haben sie den groben Schmutz ausgeräumt, die Steine, und dann auch den feinen Schmutz und das Gras. Und schließlich haben sie mit dem Wasser alles gewaschen. So genauso muss der Devotee sein Herz reinigen. Ohne dass man das Herz rein wird, wird Krishna nicht in unser Herz kommen können. Also das Herz zu reinigen, die Dinge, die Schmutz in unserem Herzen, wird beschrieben in dem Vers Anyapi Lashita Sunnam Gyana Kamadhyanavitam. Anukulena Krishna Nushilanam Bhakti Uttama. Erst wenn ein Devotee Uttam Bhakti hat, die höchste Bhakti, frei von allen anderen Wünschen, frei von Karma und Gyan und anderen Dingen, erst dann wird Krishna in das Herz von dem Devotee kommen. Vorher. Yes, so, Prabhupada telling, what is the Anyabhilasa? Yeah? So, Prabhupada telling, Jibar Swarupa hai Krishna Nittadas. You know? Jib Swarupa is your eternal servant, Lord Krishna. So this is our swarup, you know. So, but this anyabhilasita sunyam, so what is the anyabhilasa? So Prabhupada telling anyabhilasa is the, our nature is the, you know, our nature is the, I am his servant, he is the our worshipper deity. Our nature is the always doing his service, you know, his service. So telling na dhanam, na janam, na sundari kavitava jagadish kamae mama janmani janmani swore bhavatad bhakti ahitukitoi. I don't want any na dhanam, na janam, nothing. What you want? Janmani, you know, birth and birth, you know, ahituki bhakti, only I want to service. But what is the anyabhilasa? Prabhupada, anyabhilasa is the when you have desired. How many days you stay this material world, what you are doing? You are only on own sense enjoyment I want. Own sense enjoyment. I don't want Krishna service. I want only own sense enjoyment. This is telling Prabhupada, this is the, your anyabhilasa. So, wenn Krishna in unser Herz kommen soll, dann muss das Herz rein sein, frei von allen anderen Wünschen, außer Krishna zufriedenzustellen. Wir als die Seele von ihrer Natur her, von ihrer Swarup, ihrer ewigen Identität, ist die Krishnas Diener. Das heißt, die reine Seele, die möchte nichts anderes außer Krishna Freude schenken. Die möchte Natanam, Natanam, Nasunarim, Nakapitam, möchte keine Geld, möchte keine Nachfolger, möchte nicht gelehrt sein oder schöne Frau oder Mann haben. So, von ihrer Natur her ist die Seele frei von all diesen Wünschen. Aber wir als bedingte Seelen in dieser Welt wissen genau das Gegenteil davon. Alles, was wir tun, schauen wir nur danach, was wir für uns dabei bekommen können. Das heißt, wir sind Leben für Leben, schauen wir nur danach, wie wir Glück für unsere Sinne, unseren Geist bekommen können. Das ist Anyabhilashita. Das ist bedeutet, andere Wünsche zu haben, außer Krishna Freude zu schenken. So Prabhupada telling, you know, Mahaprabhu clean this throne. Well, you know, what is this throne? You know, what this throne? What are doing? You know, throne when you know put some body, he gave so much pain. You know, when some throne pushing, then he gave so much pain to you. Like this, here Prabhupada here telling is the. So our heart necessary to very soft heart, you know. For to Krishna seva necessary very some soft heart. Then you can do service. But what your heart becomes sukomal, soft heart.
So, but this is the, you know, this is what doing this throne, you know, this is the throne. Throat when soft heart is put, he gives so much pain. Like this, what is this thing? So this thing is the throne. So Mahaprabhu take out this throne. Throne meaning anyabhilasita. You know, this is the throne, is the anyabhilas. So Mahaprabhu, they säuberten den Tempel und die schafften auch alle Dornen, die dort herumlagen. Die schafften sie alle heraus. Und diese Dornen, das sind diese, sagen wir, Dornen sind die anderen Wünsche, die Anyabhilashita. By the Kevala Bhakti, only where necessity is our heart, because so soft only yes. Bhakti, Kevala Bhakti, but yeah. This throne we are telling. Giving a lot of pain, I understand. Pain. Yeah. This is the Anyabhilas. Yeah, I understand. Yeah. Wenn wir nämlich Bhakti haben wollen, dann muss unser Herz sehr, sehr weich sein. Ansonsten kann man nicht, Liebe zu Krishna bedeutet, dass das Herz sehr weich und gütig wird. Und aber diese anderen Wünsche im Herzen, die werden verglichen mit Dornen. Ja. So wenn etwas sehr weich ist, sehr weiche Füße hat und man tritt auf einen Dorn, dann gibt es sehr viel Schmerzen. Ne. So praktisch, das ist nicht vereinbar, ein weiches Herz, um Krishna zu dienen, und andere Wünsche in dieser Welt, die sind wie Dornen und die fügen uns sehr großen Schmerz zu. Deswegen muss man mit großer Aufmerksamkeit all diese Dornen, alle anderen Wünsche aus dem Herzen verbannen. And then first he cleaned throne, then he cleaned to dust, telling what is this dust, you know? Then he cleaned the dust. Well, dust is the karma, well, what karma? So Prabhupada telling. Our Indian, this is some materialist person, sometimes they are doing some dan, you know, sometimes they are doing some charity, dan, sometimes doing some jagya, sometimes they are doing some, you know, yogabhyas, sometimes doing yogabhyas, sometimes they are doing some kind of tapasya, austerity. Well, why they are doing this thing? Well, oh, if I do austerity, give some charity, some yoga, then what happening? Then I collect some pious activities. Well, when some pious activity, then what I'm doing? Then I can go to heaven planet, you know. Well, when heaven planet, they are beautiful, you know, Rambha, Urvasi, Menaka, very beautiful girl they are, you know. They are drinking the nectar. Then, you know, this body when going devata, then this body never become old, not old age. If, as much you want, you can doing the enjoy there, you know. They are Kalp Vrikha, they are Sudharma Sabha, they are so much opulence in the heavenly planet. When I do this thing, then I can go to there and bring so much enjoy. Well, what is this? Well, this is the dust, you know. So Mahaprabhu, he cleaned this dust. This is the karma. So, zuerst haben sie die Dornen rausgeschafft aus dem Tempel. Danach haben sie auch den ganzen Staub eingesammelt und nach weit weggeschafft, weit weggeworfen. So dieser Staub, der repräsentiert Karma, das heißt fromme weltliche Tätigkeiten. Und zum Beispiel in Indien, die Leute oft, die geben große Spenden oder die machen Yagyas oder nehmen harte Tapasya auf sich oder praktizieren Yoga. Warum machen sie das alles? Weil sie denken sich, oh, dadurch bekomme ich frommes Guthaben. Und wenn ich frommes Guthaben habe, dann kann ich in dieser Welt reich sein und nach dem Tod kann ich auf die himmlischen Planeten gehen. Dort auf den himmlischen Planeten, da ist alles wunderschön, da werde ich nie alt, da habe ich immer einen jungen Körper und kann genießen, wie ich möchte. Dort gibt es viele schöne Mädchen, Rama, Menaka und wer noch? Urvasi, ja, genau. Und dort gibt es Wunschbäume, alles, da gehe ich hin und alles, was ich wünsche, geben mir die Bäume. Und dort gibt es diese himmlische Versammlungshalle. So, wenn ich da all diese frommen Tätigkeiten tue, dann kann ich dorthin gehen und kann dort genießen. Und diese Art von Wünschen, die werden verglichen mit dem Staub. Und das muss man weit wegschaffen. So, telling this is dust, you know. Dust, what doing dust? Dust is that cover. Dust doing cover something. The covered meaning, you know, our, you know, this jiva's nature is that doing Krishna seva, but he is covered to this thing, you know, and covered to this thing, and they're covered to this thing. Sometimes somebody, Prabhupada telling, then covered this thing, then what? So Mahaprabhu telling, na cheto darpana
Marjanam. If you want this cleaning this mirror, then what can I do? So when Mahaprabhu doing seva, handling seva, that time we shall be chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu chanting this Krishna name and he also cleaning this temple. And here telling, sometimes somebody think, oh, when doing some karma, then I can, maybe I can cleaning this our heart, But no, this karma never cleaning this heart. So Prabhupada, he gave example here, how is the karma, our India, they are, what they are doing, they are doing so much, when they are, they are so, doing some cheating, somebody. Like this ghee, they are mix some charbi, some another thing, and their rice, they are mixed some, gave some mix, there are some stone, sometimes they are doing some nonsense thing, they are doing some, and then after what they are doing, you are doing some bad thing and collected so much money, then sometimes they are go to some temple, give some donation, and some, there are some bird, and gave some wheats, They gave some weights, maybe some poor person, then they are gave some charity there. Here doing some nonsense thing. And another way of heard that they are gave to some charity. Then you can free of these sinful activities. So Prabhupada will say, no, by karma you cannot move, by karma, this good karma, you cannot clean your heart. Give example, like this one elephant, elephant, you take to any some pond, nicely you can wash to him, take bath to him. But his nature is when again he come out of this pond, then again take the dust, again whole body, hurtling, this, cover this body. But through this karma, you cannot cleaning anything, Like this is the elephant. Only Shuddha Bhakti, then you can clean your heart. So dieser Karma wird verglichen mit Staub. Und der Staub bedeutet, etwas, was bedeckt. Wir haben in unserem Herzen, wir haben diesen Spiegel unseres Herzens. Unser Herz ist eigentlich rein. Rein bedeutet, dass wir diesen Wunsch haben, Krishna zu dienen. Aber dieses Karma, das ist wie Staub, was diesen Spiegel unseres Herzens bedeckt. Ja, so. Und dann haben wir viele, viele andere Wünsche, aber nicht mehr den Wunsch, Krishna zu dienen. Deswegen, als Mahaprabhu den Tempel gereinigt hat, der hat nicht nur gesäubert, sondern hat auch gleichzeitig den heiligen Namen gechantet, Hare Krishna gechantet. Denn durch diese beiden Dinge, durch den Dienst und durch das Chanten von Hare Krishna, wird dieser der Spiegel des Herzens gereinigt. Und es diese weltlichen Formtätigkeiten, manchmal denken die Leute, oh, wenn ich so diese weltlichen Tätigkeiten ausführe, fromme Tätigkeiten, dann reinige ich mich. Weil normalerweise für die Leute dieser Welt, die machen viele dumme Sachen oder schlechte Sachen, zum Beispiel in Indien, die Leute, die dort was verkaufen, Reis verkaufen, dann mischen sie manchmal Steine unter oder wenn sie Milch verkaufen, dann mischen sie irgendwelche Wasser oder Gewürze, dann tun sie irgendwelches Mehl mit reinstrecken oder so. Und auf die Art und Weise denken sie, oh, ich mache viele schlechte Sachen, um Geld zu bekommen. Dann muss ich ein paar fromme Dinge tun, damit ich das wieder mich reinige von meiner Sünde. Ja? So ist, dann tun sie halt, dann geben sie ab und zu mal ein paar Spenden zum Tempel oder die füttern ein bisschen Getreidekörner an die Vögel oder geben mal den armen Menschen was zu essen. So, und denken sie, auf die Art und Weise werde ich von meiner Sünde befreit. Aber Srila Prabhupada erklärt, es funktioniert nicht. Es ist genauso wie ein Elefant, der zum Fluss geht und sich ganz gründlich wäscht. Aber wenn er rauskommt, das Erste, was er macht, ist, dass er sich im Staub wälzt und sich wieder praktisch von oben bis unten einstaubt. So, diese frommen materiellen Tätigkeiten sind von dieser Art. Die können nicht uns wirklich reinigen. Nur das Chanten von Hare Krishna. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So telling Prabhupada, kevala bhakti,
all kind of problem, only pure bhakti, only he can clean, anything cannot clean. Then Mahaprabhu cleaning the stone, you know, there are so many stones. But what is this stone? Yeah, Prabhupada telling, this is the Gyan, you know, this is the Gyan, this is the stone, yeah. So, so Prabhupada telling here, who is the, you know, that who is the one, who one day I can merge this Brahma, one day Aham Brahmasmi, you know, and Sarvam Kaliyudam Brahma Tattvamasi, you are him, you are he, you know, you are himself, this God, you know, this is the stone, yeah. Stone, what are you doing? I throw to you a stone. You are having so much pain in your body. So here telling Mahaprabhu and telling, when some jnani, they are pray to Krishna, you know, they are praying nice, nice, slow, residing. They are also doing all kind of bhakti. Outside Usa, they are doing every, what you are doing, they are also doing same thing, you know. They are arati, they are puja, they are stut, you know, they are doing same, everything they are doing same. But Mahaprabhu telling, you know, when some jnani, they are pray to me, and I am feeling like this, some, when shoot some arrow, you know, when shoot some arrow, why? If you don't believe to Krishna's body, the eternal, you know, when there is sadhana time, they are accept, they are worship to Panchopasak, you know, five deity they are, when the sadhana time, they are worship Vishnu, Durga, Ganesh, Shiva and Surya, you know, there were five deity. When the sadhana time, why? Without any some deity, your mind never come one point at, you know. But when the situation becomes liberated, then they are throw the everything. Well, no need. Only for sadhana you can accept. So they are Krishna and Ram. They are, you know, their pastime is the eternal. They are not believe. Why they are thinking? Oh, before they are here, Krishna, Ramalas, because Brahma before. When Maya catch to this Brahma, now this Brahma became Krishna and Ram. And when Krishna, Ram also liberated, he also became Brahma, you know. So they are not believed to Krishna's pastime is eternal. So when they are pray to Krishna, Mahaprabhu telling in their prayer, I am feeling like they shoot some arrow to me, my body. Why? If you don't believe to, I am not eternal, it's just how you can to pray to me? They're, you know, they are not listening Krishna's pastime. Well, Krishna's pastime, this their Maya, you know, their Maya. Why Krishna, now Maya catched him, now he became Brahma. So telling this thing of the philosophy, you know, you can complete, this is the complete Jnana Karmadi Anabritam, not covering this bhakti, you know, this is cover this bhakti, you know, kick to this thing, also throw away to this. So telling Dharma Prajita Kaitavatra, you know, he also kapatata, this is the duplicity kapatata, you can throw this thing. Sohn Mahaprabhu und seine Gefährten haben auch alle Steine aus dem Tempel herausgeworfen, weit weg. So die Steine, die repräsentieren Gyan, die Verunreinigung von Gyan. Ein Gyani ist jemand, der nicht Krishna dienen möchte, sondern der einfach nur frei werden möchte von allem Leid in dieser Welt. Der Befreiung möchte, eins werden möchte mit der göttlichen Ausstrahlung, mit dem Brahman. Und der sagt, eigentlich gibt es diese Welt gar nicht, eigentlich gibt es uns gar nicht, eigentlich gibt es auch Gott nicht, eigentlich ist alles eins, alles ist das Brahman. Hm. So diese Jnanis, und Faden. Ja, die Maivadis oder die Jnanis, die verehren auch den höchsten Herrn, die machen alles genau, wie wir das tun. Ne, die chanten und die machen Buddha und all diese Dinge. Aber wenn sie zu Krishna beten, dann Krishna fühlt sich, als wenn sie seinen Körper mit spitzen Pfeilen durchbohren oder als wenn sie große Steine auf ihn werfen. Warum? Weil ihre Haltung ist im Herzen ist nicht, dass sie Krishna für immer und ewig dienen wollen, sondern ihre Haltung ist, eigentlich diese Krishna und Ram, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Das ist die, selbst Gott
ist von Maya geschaffen, jetzt in unserem Zustand. Sie verehren den Deity, weil sie nicht über das Brahman meditieren können, sondern weil sie etwas, eine Form brauchen, auf die sie ihren Geist richten können. Und deswegen verehren sie 5 Deities, Shiva, Durga, Ganesh, Surya und Vishnu. Und aber die denken, jetzt muss ich den Deities verehren, aber irgendwann, wenn ich verwirklicht habe, dass ich göttlich, dass ich Brahman bin, dann brauche ich die Deities nicht mehr, weil dann ist alles eins. Und Ram und Krishna, wenn sie, als sie Befreiung erlangt haben, oder wenn sie Befreiung erlangen, dann werden sie auch zum Brahman. So, diese Art von Haltung, die ist, fügt Krishna große Schmerzen zu. Und man muss frei werden von dieser inneren Haltung, diesem Wunsch nach Gyan. Das ist diese Bedeutung von diesem Vers, Gyana Kama Dhyanavitam. Wenn wir Krishna zufriedenstellen wollen, müssen all diese schlechten Dinge unser Herz verlassen und auch die Falschheit und Betrug, Kapata, alle Falschheit muss aus unserem Herzen raus. Yeah, now they're telling Prabhupada and Mahaprabhu, when this all kind of this stone, dust, and they are thrown, you know, take this own cloth, you know, Mahaprabhu take put this own cloth, and where he throw, he not inside the temple, he throw completely outside of temple, he throw this thing, then telling Prabhupada, telling why did not throw to some near of this temple, but sometime again coming by this window coming, then again this dust bring to again this temple. You can throw such a place, cannot come again to this temple, you know. So he take this own cloth, Mahaprabhu collected everything, this own cloth, and throw away, you know, very, very far away. Telling what is the meaning? Well, meaning, sometime, you know, this karma gyan is throw, but again is also this thing came. This material desire, wow, one day I become this Brahma. You know, this dust, again he came, maybe coming again. So he completely throw the far away this thing, no coming again this thing. So Mahaprabhu, they are telling, you know, that your cloth is the, you know, you are so much love, affection, your cloth. Yeah, that meaning this all this bad thing, you know, bad thing collected this own cloth, and he throw to, that meaning is the one day, you know, this all this bad thing, you know, put your cloth and completely throw away. Meaning, that meaning, I think, completely you can throw to this thing, you know, outside. So Mahaprabhu hat und seine Gefährten, die haben diesen ganzen Schmutz gesammelt und ihre eigenen Kleidung haben sie das rausgeschafft aus dem Tempel und ganz weit weggeschmissen. Weil wenn man das in der Nähe hinwirft, kann es sein, dass der Wind kommt oder irgendwie, dass der Dreck wieder hineinkommt in den Tempel. Deswegen muss man es ganz weit wegwerfen. Und in gleicher Weise, diese anderen Wünsche in unserem Herzen, dieser Wunsch nach Genuss in dieser Welt, dieser Wunsch nach frommen Ergebnissen, dieser Wunsch nach Befreiung, eins werden mit dem Brahman, diese Dinge, die können wieder zurückkommen, wenn man nicht aufpasst. Ja, so, man muss die praktisch mit allem, was man hat, mit seiner ganzer Kraft und allem, was man besitzt, muss man diese Dinge aufgeben und weit wegwerfen. Yeah. So then, already the cleaning, but still now, some dust there, you know. Still also some dust there. Well, Mahaprabhu, even this thing also completely is the throw. Well, what is that thing? Bale kuti nati, you know, kuti nati. Bale kuti nati, what is it? Ku meaning bad thing, na meaning no, you know, nati, kuti nati. What is the kuti nati? Kuti nati is the duplicity, you know. And sometimes you have outside saying to one thing, but you are inside also another thing, you know. So Bhaktivinoda Thakur telling, if you want to bhajan, necessary your simple heart, you know. Krishna like your simple heart. He don't like this is the duplicity, never like. So Krishna, he killed Bakasur, you know. He killed Bakasur.
Well, what is this Bakasura? Bakasura is the kutin, is the like this one duplicity. You know, one day Ram and Lakshman going. Maybe you saw some crane, you know, crane. When he stand the water, he standing one leg. Like one a very yogi, how doing sadhan, he standing only one leg. You know, well, why standing like the one yogi? You know, never a little bit look, move. Well, why? Then Ram telling, well, Lakshman, you saw how this crane, like one a yogi, stand up. Then Lakshman telling Prabhu, you know, you asked the all the peace. Then peace they can tell to, you know, why he became a yogi. Why he never moved to standing one place. This peace don't understand there one a crane, you know. But when this peace coming very close, and he cast this, you know, this peace and eat. That meaning he is the kapat. So Krishna also killed this Bakasura, meaning, you know, Prabhupada telling very difficult to, so he is the kapat vyakti, duplicity vyakti. He, you know, this life makes successful very difficult, you know. So Krishna, he play flute. Well, why Krishna play flute? Well, flute is the two quality, flute. One thing, he is the between completely the whole. Nothing is the inside. So Krishna, how he want, you know, as like, you know, this flute is the, flute is the, flute, when Krishna, how he want to playing flute, why this is between complete the whole, you know. And another thing, Krishna, you know, what he want, and he also, this kind of sound coming there. That meaning, his heart is the completely whole, meaning his heart is the nothing. So, telling, Bhaktivinoda Thakur telling, Bhaktivinoda Thakur telling, one kirtan he telling, antara bahira sada vyavahara amani manada. Bhaktivinoda Thakur telling, oh Prabhu, when coming such a day, you know, how I can look like outside, also I am inside or like this, you know. Antara bahira sama vyavahara, same, you know, your behavior necessary. So cleaning this, you know, Mahaprabhu take out this duplicity also take out Mahaprabhu. Dann haben sie auch noch den ganz feinen Staub, das was noch übrig war, das haben sie auch noch sorgsam alles eingesammelt, Mahaprabhu und seine Gefährten, und haben es auch nach draußen gebracht. So dieser ganz feine Staub, der wird verglichen mit Gutinati. Gutinati bedeutet Falschheit. Ja, ist ein Merkmal von einem Devotee, dass er aufrichtig und einfach ist. Dass er praktisch das, was er im Herzen hat, das ist auch äußerlich. Keine Falschheit, keine versteckten Motive. Und diese Aufrichtigkeit, die ist Krishna sehr lieb. Krishna spielt auf seiner Flöte aus zwei Gründen. Weil die Flöte, die hat, die ist innen drin ganz leer. Das heißt, da ist nichts anderes, was Krishnas, den Nektar von Krishnas Lippen unterbrechen könnte. Kein Hindernis. Und Krishna kann auf dieser Flöte spielen, wie er möchte. Kann jeden Ton erzeugen, wie er möchte. Genauso, wenn der Devotee sehr einfach und aufrichtig ist in seinem Herzen. Und dann kann Guru und Krishna können ihn in ihrem Dienst benutzen, wie sie möchten. So, das ist sehr wünschenswerte Eigenschaft. Wir sollen nicht wie ein Kranich sein. Einmal sind Ram und Lakshman irgendwo langgelaufen und da sahen sie einen Kranich im Wasser stehen, auf einem Bein, so wie ein Yogi. Manchmal in Indien stellen sich die Yogis auf ein Bein und meditieren, ohne sich zu rühren. So, Ram sagte zu Lakshman, guck mal, dieser Kranich, der ist genau wie ein Yogi. Steht auf einem Bein im Wasser und meditiert. Und Lakshman hat gesagt, oh Prabhu, lass uns mal die Fische fragen, was das für ein Yogi ist. Nämlich, was er macht, dieser Bhaka, dieser Kranich, der steht da und tut so, als ob er nur ein Stock ist im Wasser. Aber sobald ein Fisch zu ihm geschwommen kommt, dann schnappt er zu und frisst den Fisch auf. So, deswegen hat Krishna diesen Bakasura-Dämon getötet, diesen Kranich-Dämon. Dieser Bakasura-Dämon, der repräsentiert die Falschheit im Herzen. Dass wir
Bhaktivinoda Thakur gesungen hat in seinem Lied Antara Bahire Samavyavahara Amani Manadahabo. Wann wird der Tag kommen, wenn mein Inneres und mein Äußeres vollständig gleich sind? Das heißt, wenn ich aufrichtig und ehrlich bin, ohne irgendwelche versteckten Dinge in meinem Herzen. And the second thing is the Pratishthasa. Name and fame. He is the very, very difficult, you know. Everywhere doing fight in name and fame, you know. Everywhere. So Mahaprabhu also cleaning this thing, name and fame. Then Prabhupada telling what is this thing? You know, name and fame. In our India, you know. India, somebody they are want go to some alone place are doing bhajan. Alone place they are going to bhajan. And oh, this sadhu, you know, this sadhu never eat anything, only eat fruit. Only milk. If somebody listening, oh, never eat anything, only eating the milk and only fruit. Then so many people going to, oh, Baba, big sadhu, big jata, you know, and whole body smells this ashes. And sometimes they are doing some, you know, they are very duplicity way, eyes coming tear, you know, what to call Hare Krishna. You know, Sahajiya, sometimes to say, you know, Hare Krishna, this eyes coming tear, and they are, this here become standing, they are something to practice and sing to, oh, I am the great devotee, you know, I am the great devotee. Everybody gave to so much respect to him, you know, sometimes they are to practice do thing and sing do, and they are doing, I am doing Nirjan Bhajan, you know, alone Bhajan. So telling this is the Pratishtha, you know. But he also kicked to this thing, you know. You are making the people, you know, police. You are making the police to these people. Oh, this is the big, this kind of thing. This is the complete opposite of the spiritual life. And so Bhaktivinoda Thakur, you know, our Jagannath Das Babaji Maharaj, you know, sometime what they are doing. People never came to us, not disturbing my bhajan. Sometimes take some bone of a piece, bone of this animal, throw, you know, surrounding it everywhere, and sit the between of this, you know, sitting the between and chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. And sometimes Gaur Kishore Das Babaji Maharaj in the Latin, you know, inside of Latin, close this door. And nobody doing disturb me, and doing bhajan. And when somebody coming, well, Babaji Maharaj, you can open this door. Well, oh, I am so sick. I cannot wake up. I cannot. That makes some excuse, you know. Anybody never gave name and fame, I can do bhajan very nicely. You know, this is the devotee's mood, you know. But the ordinary person, you know, they are want everybody worship to me, name so much glory is this Maharaj ki jai. You know, well, you can, even from this heart, you can completely kick to this thing. So Mahaprabhu also clean this thing. So schließlich haben sie auch noch den ganz feinsten Schmutz, die selbst die kleinen Schlieren Schmutz, die noch irgendwo Reste übrig waren, die haben sie auch noch mit ihrem eigenen Tuch wegpoliert und weggewischt. So dieser ganz feine Schmutz, der repräsentiert die tiefste und letzte Anhaftung, Pratishtha, den Wunsch nach Ruhm und Ehre im Herzen. Also dieser Wunsch nach Ruhm und Ehre, der ist sehr tief verankert. Man sieht es sehr oft, Leute, die geben ihr Zuhause auf und die gehen in einen abgelegenen Ort und verehren Krishna. Aber in Wirklichkeit möchten sie, dass die Leute sie verehren, dass sie kommen, oh, guck mal, was für ein großer Sadhu, der isst nur Früchte oder der ernährt sich nur von Milch. Manchmal betrügen sie die Leute, tun so einstudieren, wie sie weinen können, wenn sie Hare Krishna singen oder wie ihnen die Haare zu Berge stehen. Und dann machen sie eine Show, was sie für große Heilige sind, wenn sie singen, den heiligen Namen singen und weinen. Aber das ist Betrug. Ja, so diese Art von Betrug ist eigentlich das Gegenteil von Bhakti. Man sieht das unsere Acharyas manchmal, um sich davon abzugrenzen und damit nicht die ganzen dummen Leute zu ihnen kommen und sie verehren. Deswegen haben sie gerade das Gegenteil gemacht. Ja, der
Gaur Kishordas Babaji Maharaj hat sich in einer alten Toilette eingeschlossen, damit keiner zu ihm kommt und ihn stört. Und wenn die Leute gekommen sind und Babaji Maharaj, kannst du uns deine Audienz geben? Dann hat er gesagt, ach, ich bin so schwach und krank, ich kann die Tür nicht aufmachen. Da Vansidas Babaji hat sich Fischgräten und Zigarettenkippen um sich herum gelegt, dass der praktisch die Leute denken, ach, das ist kein echter Sadhu, der macht so komische Sachen. Aber eigentlich wollte er nur, dass die Leute nicht kommen und ihn stören. So ein richtiger Devote ist immer frei von diesem Wunsch, verehrt und berühmt zu werden. Und diese Anhaftung nach Ruhm und Ehre, die sitzt sehr tief. Das ist die letzte Anhaftung, die muss man auch mit Entschlossenheit wegpolieren. Yeah, then telling you, Jiva Hinsa. Yeah, Jiva Hinsa meaning, this is the, okay, Jiva Hinsa meaning, don't eat meat and fish, egg, this is the one Jiva Hinsa. But Prabhupada telling, what is the Jiva Hinsa? Jiva Hinsa meaning is the, if somebody not preaching pure bhakti, you know, this is the Jiva Hinsa. Rare Jiva Hinsa is the, you don't preaching the pure bhakti, you are preaching to Aul, Baul, Neda, Nedi, Apasampradaya Dharma. Okay, no problem, you can eat the meat, fish, you can, what can do, no problem, you know. And not preaching to, this is the Suddha Bhakti, you know. Why? Jiva Swarupa hai Krishna Nityadasi. Jiva is the eternal servant of Krishna. If he not doing eternal servant and doing some another thing they are doing, telling this is the Jiva Hinsa. So necessary you can preaching pure Bhakti. Jiva, what he want, you know. They want, you can do everything and also doing bhakti. But no, this is the not bhakti. So this is the Jiva Hinsa. Und eine Sache, die man auch aufgeben muss, ist Jiva Hinsa. Jiva Hinsa bedeutet, anderen Lebewesen Gewalt antun. Also die generelle Bedeutung davon ist, okay, dass man keine Tiere essen soll oder keinem Lebewesen Leid zufügen soll. Aber es gibt noch eine tiefere Bedeutung von Jiva Hinsa. Und das ist, dass man nicht etwas anderes predigen soll als reine Bhakti zu Krishna. Diejenigen, die predigen, ja, du kannst ja Fisch und Fleisch essen oder rauchen oder was immer und du kannst trotzdem Bhakti praktizieren, die eigentlich, die fügen den Lebewesen, die tun den Lebewesen Gewalt an. Sie versprechen ihnen, dass sie ihnen helfen und ihnen Glück bringen in ihrem Leben, aber in Wirklichkeit zerstören sie ihr Leben, indem sie ihnen im Namen von Religion Irreligion predigen. So das nennt man eigentlich Lebewesen Gewalt antun. Und deswegen soll man nur reine Bhakti zu Krishna predigen, wenn man Bhakti haben möchte. Und Nishidhachar. Nishidhachar meaning, what is the unfavorable of this spiritual life? You can reject this thing. What is the unfavorable? And where is the staying? Kali. You know, there are four places. Kali is the staying. There are four places. You know, there are four places. So necessary you can follow to this four principle you can follow. And you also reject what is the unfavorable your bhakti. Also, you reject this thing. Außerdem muss man all das abträgliche Verhalten, verbotenes Verhalten aufgeben. Nishidhacha. Das bedeutet vor allem diese vier sündhaften Tätigkeiten, in denen Kali Zuflucht sucht. Ja, das heißt, dem Fleischessen, Berauschung, Glücksspiel und zulässige Sexualität. Diese vier Dinge, die muss man mit Entschlossenheit aufgeben. Okay, now that Prabhupada telling, now Mahaprabhu cleaning everything, you know, cleaning completely, make it pure. But now still something there, you know, something there. Now he's cleaning everything, and bad thing is the move. But this is the not bhakti, you know. This is the not bhakti. Only you clean now. But necessary, you know, Mahaprabhu then, when all kind of, you know, they are dust and they are thrown and they are everything kick. This is the not our aim and object. Our aim object is Anukullena Krishnanusilanam. This is our aim and object. How you can please to Radha and Krishna.
This is the external, but eternal is the not this. This is the not our aim and object. Aim and object, how can please to Radha Krishna? Then telling, bringing water. You know, now you can bringing water. Now necessary when water, you know, by through the water when you clean it, then what happened? Come, it became cool. You know, your heart now you are kicked to this thing. You know, kick to this thing. Necessary can put something there. You know, what is this Radha Krishna Prem Bhakti? Now the, bring the water. Now this water, now it completely clean this water. When water, this will be cool. When your heart became cool, then became cool when you do service to Radha Krishna, will bring water. Now water, this now Mahaprabhu completely water, clean this temple. So siehst du, hat Mahaprabhu mit seinen Gefährten den ganzen Tempel gereinigt und alles war sauber. Aber das ist, reicht noch nicht aus. Es reicht nicht aus, einfach nur alles Abträgliche aufzugeben, sondern man muss Krishna, dieser Vers, reine Bhakti, beinhaltet zwei Sachen. Einmal alles aufzugeben, was abträglich ist, aber dann tatsächlich Krishna Freude zu schenken, Krishna zu dienen. Ja, sich praktisch zu reinigen und zu läutern, das ist nur die Grundlage von Bhakti. Und auf dieser Grundlage muss man dann positiven Dienst zu Radha und Krishna darbringen. Deswegen hat Mahaprabhu, nachdem alles sauber war, hat er angeordnet, jetzt bringt Wasser. Und dann haben die Devotis den ganzen Tempel mit Wasser gesäubert. Also mit Wasser. Und das Bedeutung von dem Wasser, haben den ganzen Tempel schön frisch und kühl gemacht, um ein schöner Ort, um Radha und Krishna dort einen Platz zu geben. So, dieses Wasser repräsentiert den Dienst zu Sri Radha und Krishna. Nachdem man das Herz gesäubert hat, muss man dort Radha und Krishna dienen. Auf die Weise wird Bhakti verwirklicht. So Radha Krishna Pranamora Jugala Kisora Jivane Marane Gati Ar Nahi Mora Radha Krishna Prana Mora Jugala Kiswa Jivane Marane Gati Ar Nahi Mora Kalindira Kole Kali Kadambera Vana Ratana. Dira kole keli kadambera bana ratna vedira upa I can't hide your dream.
Yeah.
Ich habe mir das